isn't over. Tatagon. Und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Mit dabei, Misaki-chan. Grüß dich. Hey. Oh. Ja, letzte Folge haben wir ja hier der verlassene Schrein im Story-Mode angefangen. Die Folge 40 Minuten. Endboss am zweiten Versuch lag er immer noch nicht. Beim dritten Lager jetzt. Und ja, da sind wir. Was bekommen wir? XP. Okay, wir haben die Quest fertig. Was kriegen wir an Loot? 2 Gold und Kram, den wir nicht brauchen. Und wir dürfen raus. Und raus haben wir vielleicht ein, zwei Quests, die wir abgeben können. Oh Gott. Ätzender Dungeon. Aber wir wollen da jetzt nochmal rein, ne? Ja, also wenn du nochmal rein willst. Ja, wenn wir da noch ein bisschen Rüstung abgreifen könnten. Frage. Also die Markenfarm auf keinen Fall, das dauert mir echt zu lange. Gut, dann müssten wir sowieso den Elite-Modus zuerst machen. Ja, aber dann auf einem normalen Level, wo wir schnell durchkommen. Dann machen wir einmal noch und dann ziehen wir weiter. Okay. Ich denke, wir sind jetzt in einem Level, wo wir uns das Equip auch locker im Auktionshaus kaufen können, wo es sich lohnt. Wir können Quests abgeben. So, wiederholbar. Rauch und Schatten. Ja, die nehmen wir jetzt nochmal an. Soll ich dann Elite einfach oder sehr einfach nehmen, wenn du willst, dass es schnell geht? Keine Ahnung. Ja, dann sehr einfach oder das ist dann natürlich am schnellsten. Ja, machen wir das. Okay, willst du dann den Dungeon öffnen? Warte, ich mach dich zum Boss. Verkauf nur eben hier den ganzen Kram. Dämonenstein. Während des Krieges erhöht der Zugriff auf den Stein hat das mit den 3 Steinen. Okay. Intelligenztrank brauchen wir nicht. Wir sind. Und so. So, 921 Gold. Damit lässt sich doch schon was anfangen. Misaki zum Boss machen. Ja, ich bin versehentlich in den Dungeon reingegangen, gerade irgendwie. Du, dann komm mal versehentlich wieder raus. Oh Mann. Gut, okay, dann. Ich komme, Moment. Elite leicht. Der vergessene Schrein. Ich komme. So. Ja, und dann in der nächsten Folge kommen wir ins neue Gebiet. Ja, aber letzte. Bis du bei der Quest bist, wo ich bin, das dauert noch ein bisschen dann. Ja. Level 55 sind wir erst. Ja gut, ja. So, da bin ich. Grüß dich. Tü-tü. Also sehr einfach dann, für sehr schnell. Ja, okay. Sehr einfach für sehr schnell, genau. Okay. Okay. Na dann, halt dich hinter mir, ich mach tot. Ich sterb sowieso wieder. Weil irgend so ein Kackmob wieder irgendein Pfeil auf mich schießt und dann flaps. Ach, von dem Magier nur noch die Buchse übrig. So guck ich dahin. Das wird schon. Who dares step foot in our shrine? So.
gut, die fallen aber echt schnell. Willst du mal einen angreifen? Mal gucken. Ja, mach mal. Gut, die fallen ja genauso schnell wie in Story. Ne? Ja, dann beschäftige ich mich nur noch mit Looten. Nach der letzten Folge kann ich das auch gut gebrauchen, so wie ich rumpalabert habe. Tot. Schnell. Aber ich denke mal, besonderen Loot werden wir jetzt hier auch nicht kriegen, oder? Nur mit ganz viel Glück. Was war da? Was habe ich denn gerade gekriegt? Rettungsstern, oder was? Aber ein bisschen mehr Silber. Kann man ja auch gebrauchen. Okay. Isaki ist im Blutrausch. Ja. Brücke des Lichts. Ich wollte gerade sagen, diese Grimoires trocken aber selten. Story Mode sind die öfters gedroppt. Ach, das ist unser Freund. Das ist schon gut. Da guckst du blöd. Okay, Quest. Hier Gold. Da hast du ihn mit den Worten fertig gemacht. Genau, ich habe meine Meinung gegeichen und dann hat er sich freiwillig ausgelockt aus dem Spiel. Unsere kleine Elfe. Zumindest kriegen wir für die Queste, die wir jetzt hier noch erledigen, noch ein bisschen XP. Ach, das ist ja der Erzraum. Ich mach schon mal den ersten Sarg auf. Mal sehen, ob hier standardmäßig immer der Schlüssel drin ist. Nee, ist er nicht. Ja. Gut, mal weiter. Bisschen auf die Lebensanzeige achten, weil die giftige Luft macht uns zu schaffen. Okay. Wieder der Schlüssel, keine Ahnung wofür der ist, wahrscheinlich um die Tür zu öffnen hier hinten. Ah, okay. Dann kannst du öffnen. Ja, warte, ich plündere den hier. Ich weiß nicht, ob wir die Kollegen, die hier spawnen, ob ich die für die Quest noch brauche. Nee, brauche ich nicht. Okay. Okay. Dann die Perlwappentür. Genau. Geht schnell, ne? Mhm.
Und tschüss, Kollege. Jetzt werden sie diesmal von mir fertig gemacht. Rache ist Blutwurst nach der letzten Folge. Ja. Muss ich denn für das nächste Gebiet Hakanas Kreuzweg? Weißt du das noch? Ich glaube, es kann sein. Okay. Na gut, ich habe einen Ruhestand da. Sie hat sie weggeblitzt, Dingst. Genau. Ja. Weiß ja, ich letzte Folge 40 Minuten. Jetzt sind wir mal eben. Naja. Ja, jetzt nur noch 2 Minuten gefühlt. Ja, nicht ganz. 11 Minuten. Aber wir hatten ja auch eine Videosequenz, okay. Ja. 2 Minuten. Oh, da hab ich mal getroffen. Okay, Questgegenstände haben wir alle. Sehr nice. Sehr nice. Erfahrungspunkte sind auch low. Boah, das ist natürlich dann der normale Elite-Modus, da kannst du nicht viel erwarten. Das stimmt. Und da sind wir schon beim Endboss. Das war der. Das war der Drecksack, ja. Schmalzlocke. Ja, guckst, ich habe meine Freundin mitgebracht, Kollege. Escape. Ja, wer das sehen möchte. Ah ne, haben wir ja am Anfang der Folge gehabt. Ich muss aber nochmal eben hier lang. Hier ist noch irgendwas. Das ging nämlich vorher nicht. Lass Yomizol nicht davonkommen. Irgendwas passiert jetzt hier. Irgendwas ganz Gemeines, Grausames. Wenn du stirbst. Achso, was? Besiege die Feinde in der Luft, um die Barriere zu öffnen. Ah, da oben. Achso, wir müssen fliegen. Wir dürfen fliegen. Kann man die zählen? Oh, das sind aber viele Feinde. Nein! Du gehst auf mich! Die Frau hat den Stress angefangen. Das ist der Explorer, der Fall. Sind hier noch? Ist alles höher? Oder müssen wir unten? Ja, okay. Also an das hier kann ich mich gar nicht erinnern, aber gut. Nein. Tag, Alter. Was sind das hier? Und höher geht's. Jesus. Ah, hier müssen wir landen. Gut. Spitze. Spitze. Ach man, caste doch.
Diesmal hast du mich dabei. Ja. Oh mein Gott. Sieht aber sehr interessant aus. Ein Video. Behold the true power of chaos. Okay. Okay, danke. Bitte. Mein Ziel ist tot. Okay. Was ist denn das für ein Stab? Gewöhnlich, super. Ein Rubin. Ja, aber wir haben die Quest durch und das zählt. Dann besteht ihr. Können wir die Quest jetzt abgeben, alle? Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja. Ja. Nach dem Ladebildschirm. Na, okay. So. I fear being overcome by chaos. Was habe ich denn jetzt alles für Marken gekriegt? Wir haben uns doch schon Kram verkauft. Was hatten wir uns da jetzt in die Hand gedrückt? Münze der Ludein-Gesellschaft. Verkaufe Edelsteine, um diese Münzen zu bekommen. Sprich mit dem Mitglied der Ludein-Gesellschaft im Marktviertel, um sie im Laden für Edelsteinkisten gegen eine Edelsteinkiste einzutauschen. Ja, danke, Spiel. Okay. Können wir also alles verkaufen. Du erleidest keine schlimmen Löwen. Okay. Dip, dip. So. Welcome to my shop of wonders. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Nein. Was sagt denn die Quest jetzt? Übergib Erna Älteste. Was? Was soll ich der Erna? Die bloße Präsenz des Dämonensteins ist qualvoll. Bringe ihn zur Älteste Erna, bevor du wahnsinnig wirst. Wo ist denn die jetzt? Genau. Wo ist die Erna? Okay, da oben. Gott, jetzt müssen wir da noch hinfliegen. Wie spät haben wir? Wir sind bei 18 Minuten. Ja komm, das machen wir noch eben. Fliegen wir zurück ins Lager. Marz versteckt, da will ich eigentlich auch mal gerne hin. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Oder beziehungsweise das kenne ich nicht. Da kann man ja auch die Mons sehen. Aber da kommen wir noch hin. Da sind wir schon lange dran vorbei. Ja, das war im letzten Testgebiet, glaube ich. Aber da kann man ja noch. Ja, das kann man nochmal machen, weil ich hab ein oder zwei. Du musst ja da die wie Enus versteckt diese Steine haben, um da reinzukommen. Aber jetzt müssen wir mal irgendwo. Können wir uns von hier aus bestimmt porten, oder? Hab ich schon. Beste Punkte. Okay, wir müssen in das obere Lager. Klatsch gegen die Wand. Das obere Lager. Göttlicher Schrein. Achso, runter. Illino, nach Illino. Achso. Müssen wir den jetzt quasseln hier.
ist die älteste, ich glaube. Ja? Ja. So, Erna. You are blessed. The grace of Alora follows you. Okay. Abschließen. Okay, sprich mit Schiffskamerad Millet, Himmelstitan von Arcanas. 5 Gold. The fate of the sanctuary rests upon your shoulders. Ja. Okay, das heißt, was sagt die Quest? Der Reinigungsprozess hat die dunkle Energie des Dämonensteins vorübergehend überwältigt, wenn auch nur knapp. Ich befürchte, es wird nicht lang genug anhalten, um die Akkad-Ebene zu erreichen. Wir müssen uns beeilen und uns mit Shima treffen, bevor die Macht der Reinigung schwindet. Vorbereitung abgeschlossen. Trefft Schiffskamerad Millet im Ronua-Lager. Er wird euch zu den Akkad-Ebenen bringen. Ronua-Lager ist doch hier in dem Gebiet, oder nicht? Nicht doof. Das ist nicht das erste Lager, wo wir angekommen sind. Mal eben gucken. Ist der Transportschein? Ich bin gerade nicht da. Ins Ronua-Lager. Lager der Drachenreiter. Ronua-Lager. Ja, wir müssen ins erste Lager zurück. So, aber bevor wir jetzt mit dem reden, da steht er schon. Würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge. Wir danken dir fürs Zuschauen, wünschen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sagen tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao. Tschüss.